Danach, ich gehe hoch, ich wurde so rot, ich dachte mir, oh mein Gott. Über 20 oder unter 20? Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolde. Heute mit was ganz Besonderem und zwar wieder zu einer Folge, dem ehrlichsten Interview deines Lebens. Und dafür haben wir den lieben Taller heute bei uns. Ey, was geht, alles klar, Mann? Ey, yo, vielen Dank, dass du dabei bist. Gerne. Es gibt bestimmt Sachen, die ihr schon immer über Taller wissen wolltet und heute fühlen wir ihn mal richtig auf den Zahn. Aber da Taller ja nicht alleine der Taller eigentlich ist, sondern sein Bruder Caesar mit dahinter steckt. Hi. Willkommen auch lieber Caesar. Caesar und Taller. Taller ist natürlich immer vor der Kamera. Caesar ist immer der organisatorische Part, der plant und macht. Und Taller ist dann der ausführende, kreative Part, der dann die schauspielerischen Fähigkeiten zum Besten gibt. Und ja, wir haben uns ein paar nette Fragen für die beiden vorbereitet. Jeder muss antworten. Wer nicht antworten will, muss es natürlich nicht. Aber dann ist halt doof für euch. Ne? Ja. Also als allererstes würde ich jetzt gleich nach dem Video, das wird euch verlinkt, auf Tallas Kanal gehen, weil dort findet ihr die absolute geile Ausbildung zum Gangster. Ja. Also die Ausbildung zum Gangster bei Talla jetzt online spiele ich auch eine Rolle. Vielen Dank dafür, dass ich wieder mitwirken durfte. Wird lustig, glaube ich. Das kann richtig, richtig lustig werden. Also unbedingt abchecken. Und noch eine wichtige Nachricht, Freunde, und eine kleine Werbeunterbrechung für euch. Die Smiley Dogs Padded Jacke, der absolute Topseller des letzten Jahres, ist jetzt wieder verfügbar. Und zwar in dieser wunderschönen neuen Farbe in Blau, aber auch in Schwarz für euch. Sonntag 10 Uhr geht die Kollektion online, also morgen 10 Uhr sind die wieder für euch verfügbar. Wirklich ziemlich geile Winterjacken. Ich trage hier eine 4XL. Checkt sie einfach ab. Ich würde mich freuen. Mit dem Code Kevin10 spart ihr fette 10% auf das komplette Sortiment und den kompletten Warenkorb. Peace. Fangen wir mit den einfachen Fragen an. Oh, ja. Stellt euch einfach noch mal persönlich vor. Name, Alter, was macht ihr so? Ich bin 27 Jahre alt. Was ich mache beruflich, meinst du? Ich bin noch bei Siemens. Arbeite als Monteur, aber nur noch bis Mai. Und dann habe ich Freistellung und danach ist auch vorbei. Also ich habe gekündigt meinen Job, weil ich will mich mehr um Talha kümmern. Ja. Die Sache noch größer machen. Ja. Und wir haben halt noch andere Pläne, die auch bald losgehen. Okay. Deswegen da will ich dann 100% dabei sein. Aber der Laden, wo wir schon reden. Den Laden, Café für uns, ja, ist auch noch in Planung, aber ob es was wird, müssen wir sehen. Weil also es ist sehr schwer in Berlin einen Laden zu finden. Also für alle Taller-Fans, Taller hat bald seine eigene Shisha-Bar. aber nur über 18, ne? Genau. Taller, ja. Erzähl mir. Ich bin Taller, bin 18 Jahre alt und ja, Mann, ich bin YouTuber. Ja. Ja. Jetzt momentan macht ihr so 1 bis 2 Videos maximal, ne? Ja, 1 bis 2 maximal. Wie kam die Idee? Warum habt ihr mit YouTube angefangen und wie habt ihr mit YouTube angefangen? Also ich wollte schon immer so als kleines Kind, so seit der 8. Klasse immer YouTuber werden. Dann, keine Ahnung, dann habe ich das ihnen damals erzählt. Er meinte, du bist noch zu jung, mach erstmal deinen Abschluss. Danach fangen wir an. Ja, Mann, dann kam halt der Zeitpunkt, wo wir anfingen. So. Wie lange macht ihr jetzt schon YouTube? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre ist der Kanal schon. Da war er noch in der Oberschule gewesen. Da meinte ich, mach erstmal deinen Abschluss, weil man weiß ja nicht, ob es läuft oder nicht. Er soll sich erstmal auf die Schule konzentrieren. Ja klar, ist auch das Wichtigste. Ja. Also, auch für die Kiddies da draußen, macht erst eure Schule, bevor ihr anfangt, irgendwelchen Blödsinn zu machen. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Bei uns hat es zum Glück funktioniert. Ja. Aber es kann natürlich auch ganz doll in die Hose gehen. Deswegen fixiert euch nicht irgendwie auf YouTube oder irgendwas Willkürliches, sondern macht erstmal was richtig Handfestes. Genau. Ja. Yes. Wie und wann kam der Erfolg? Also der Erfolg kam, weil wir Gas gegeben haben und Barry hatte ein Gewinnspiel gemacht, wo er gesagt hat, macht ein kurzes Video, so ein Comedy-Video und sendet mir das und das beste Comedy-Video darf mit mir ein Video drehen. Dann haben wir halt ein Video gedreht, habe ich das Barry gesendet und dann nach 40 Minuten kam die Antwort, dass ich gewonnen habe. Geil, danke dir Barry. Ah, echt, ja? Okay, krass. Ja, Barry hat eine sehr große Rolle gespielt auf jeden Fall. Er war der Schlüssel so für uns. Natürlich haben wir auch selber dann Gas gegeben, aber Barry ist, also halt danke so, nochmal auf jeden Fall. Halt so vom Gewinnspiel wurde Freundschaft. Genau. Dann immer so, immer weitere Videos gedreht und so und dann gingen halt beide Kanäle hoch. Macht ihr Sport? Ja, jetzt wieder angefangen mit Fitness. Ah, und sehr gut. Hast ja wieder ein bisschen schleifen lassen, ne? Genau. Muss man wieder zu Boxen gehen. Ja, kann man machen. Aber glaube erst so nach einem Monat, dass ich so ein bisschen wieder drin bin. Caesar? Sport mache ich auch. Ist auch regelmäßig. Also jetzt seit letzter Woche intensiver. Ja, mal sehen. Ich will es durchziehen auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch bald mehr Zeit dafür. Ich will es auch durchziehen, endlich. So wie du werde ich zwar nicht, aber die Hälfte würde mir auch reichen. Halt vielleicht ein bisschen mehr als Kevin, aber auch mehr auch nicht. Aber nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Sonst wird es zu schwierig.
Ja. Habt ihr noch andere Projekte, andere Pläne außer YouTube? Jetzt bald. Also du meinst jetzt geschäftlich so? Ja, also ich kann es ja schon mal sagen, Musik ist im Planung. Aha. Ja, aber. Aber das ist ja schon länger auch gerade. Schon länger, aber jetzt ist es halt schon kurz davor und das wird nicht so ein typisch YouTuber-Musik, sondern es soll schon richtig professionell. Genau. Mit Album, dies und das. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Also ich kann schon was sagen. Ich habe zwei Lieder schon gehört und ist auf sehr gutem Weg. Euer Kanal hieß ja Kennex, Planet Kennex. Planet Kennex, genau. Und es gab ja noch zwei Jungs, die mitgemacht haben. Ja, genau. Jetzt haben die Kennex TV YouTube-Kanal. Ja. Ne? Also was ist da passiert? Ach, nichts eigentlich. Die wollten irgendwann mal eigenen Weg. Also die hatten eigene Interessen und dann haben wir uns hingesetzt. Haben uns dann so entschieden, dass sie dann ihr Ding machen und wir unser Ding machen. Halt viele denken, wir haben Streit und so, aber wenn wir uns draußen sehen, dann geben wir uns Hand und so, wir haben keinen Streit mit denen. Ja. Viele denken so, weil wir uns entfolgt haben oder weil wir nicht mehr so schreiben mit denen, nicht mehr so Kontakt haben, dass wir streiten, aber so, wenn ich ihn draußen sehe, ist jetzt nicht so ein of, ey. Was aber ist ja auch normal, dass wir geben uns Hand, wir sagen, hallo, was geht? Wenn die Interessen auseinandergehen, ich folge auch nur meinen Leuten so, ne? So, und wenn ich dann Leute habe, die gar nicht irgendwie Sachen machen, die für mich interessant sind, dann entfolge ich dir auch. Und was, so, was ich halt sagen will, so YouTube zu machen mit mehreren Leuten ist immer viel schwieriger als alleine Leute, weil mal hat er keine Zeit, mal hat er keine Zeit und dann kommt es zu so, keine Ahnung, so komische Situationen, dann denkt man sich, ja, guck mal, dies, das, immer so, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Es kommen immer so viel mehr schwierige Sachen dazu, deswegen ist es immer besser, den eigenen Weg zu gehen. Also falls ihr euch entscheidet, mit mehreren vielen YouTubern zu machen, macht euch erstmal einen eigenen Kanal und zieht zusammen so durch. Dann ist es perfekt, genau. Kann ich so nur bestätigen und euch auch ans Herz legen. Die Stofftiere haben wir natürlich noch, aber dazu gibt es auch bald wieder neues Material. Damals mit der Hardgainer Crew war ja auch genau das Gleiche. Ist einfach ist ja zu, auch, ist zu viel einfach. Zu, genau, jeder hat zu viele unterschiedliche Charaktere und jeder hat seinen eigenen Kopf, seinen eigenen, jeder will so sein eigenes Ding machen, aber es funktioniert halt in der Gruppe nicht. Genau. Ja. Ist ja gleich danach auch passiert. Nach der Hardgainer Crew, glaube ich, ein paar Monate, ein, zwei Monate später. Ja. Aber wie gesagt, ist alles cool. Der Manager von denen ist ja auch ein sehr guter Freund von mir, deswegen Momo, vielleicht kennst du ihn ja. Deswegen ist alles cool so. Ja. Ihr kennt ja Capital Bra oder seid mit ihm befreundet sogar. Ja. Wie kam es denn dazu? Es kam dazu, dass ich mit Barry wieder ein Video über Capi gemacht habe und dann ruft mich mein Bruder plötzlich an, er sagt, ey, Barry hat gerade gesagt, dass Capi dich einlädt um 18 Uhr zum Videodreh. Dann denke ich mir, ich sage, Junge, wen willst du verarschen und so. Ganz nett zu ihm. Er sagt, ich schwöre. Ich sage, Junge, wen willst du verarschen? So ganz Zeit. Danach halt hat das gestimmt. Er hat die Wahrheit gesagt und bin ich ein bisschen ausgerastet. Und dann, keine Ahnung, dann ging es halt los. Dann war ich mit Barry bei Capi. Da haben wir ein Video gedreht. Und dann habe ich ihn zum Lachen gebracht und dann haben wir so Nummern ausgetauscht und dann ging es halt immer so los, dass wir Videochats gemacht haben, immer so mit Aufnahmen und so, Storys gegeneinander, so halt. Und dann kam dieser Kontakt dazu und dann wurde wieder Freundschaft. Cool. Ich habe halt mehr so ein bisschen mit Abstand, die sind ja beide enger zusammen. Ich war auch, wie gesagt, da nur ab und zu mal dabei. Sehr korrekter Typ auf jeden Fall, ja, wirklich cool. Sehr herzlich. Man denkt ja immer, YouTuber sind faul. Drehen ein, zwei Videos und pimmeln die ganze Zeit nur ab und machen nichts. Ja. Was sagt ihr dazu? Ich sag dazu, viele denken es so, aber ich kann die auch verstehen, warum die so denken, weil die denken, ein Videodreh dauert wirklich, weil wir 17 Minuten, weil das Video, sagen wir mal, 17 Minuten geht, die denken, wir haben 17 Minuten gedreht. So, weißt du? Aber wenn bei euch ein Video 17 Minuten geht, habt ihr wahrscheinlich 12 Stunden gedreht. Genau, das ist so. Und ich sage ehrlich, dass mein Bruder sehr viel Kopf darüber macht und also die Zeit sehr investiert. Und ich bin halt so mehr dieser Schauspieler, der das so macht, was er sagt. Zum Beispiel, er sagt, dreh die Szene so, dann also beim Drehen passiert viel Spontanes. Zum Beispiel, wir haben ja auch vorgestern gedreht und das passiert sehr viel Spontanes. Wir machen eine grobe Idee, dann sagen wir, ey, wollen wir nicht das so sagen? Und dann kommt es halt immer dazu. Und ich sage euch, Leute, YouTube, Videos drehen ist anstrengender, als ihr denkt, glaubt mir mal. Es kommt ist ja auch nicht nur YouTube, es kommt dann auch Instagram dazu, die anderen Plattformen zu bespielen, Nachrichten zu beantworten, die Postings planen. Genau. Leute, ihr müsst ganz Zeit aktiv sein, das ist halt die Sache. Ihr müsst ganz Zeit aktiv sein, sonst geht es immer so, immer weiter runter, immer weiter runter. Und ja, dann gibt es dich auch irgendwann nicht mehr, weißt du? Und das, ich weiß, ich bin bei Instagram nicht so aktiv, aber in Kürze bin ich wieder sehr aktiv, Leute, hoffentlich. Ich werde es auch durchziehen.
Ich bin noch 18, das ist noch alles so neu für mich. So, weil ich war auch nicht früher der Typ, der so bei Instagram und so ganz Zeit aktiv war, so früher so Storys gepostet hat. Das ist so für mich so neu. Ich wollte nur so YouTuber werden, aber so, ich wusste nicht, was da dahinter steckt, so weißt du. Ja, ja, das stimmt, das kann ich auch nur bestätigen. Es ist mehr Arbeit, als die Leute denken. Genau. Gerade die Videoplanung, die Ideensammlung, genau, ist schon immer wirklich sehr, sehr aufwendig. Babydelfin, habt ihr es mitbekommen? Ja, ja. Mit InScope, Nico? Ja, genau, habe ich mitbekommen. Was sagt ihr dazu? Coole Message dahinter, ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Was hast du es im ersten Moment gesehen, wo er es noch nicht aufgelöst hatte? Habe ich ja mitbekommen. Was hast du gedacht? Erstmal habe ich es so ignoriert und dann bin ich so raufgegangen. Ich fand es schon ein bisschen eklig erstmal so. Aber dann, ich war in dem Zeitpunkt, wo dann auch die Auflösung kam, weißt du. Okay. Also ich habe den letzten Moment noch, ich glaube dank dir auch, bin ich da aufmerksam geworden. Weil du hast ja auch was gepostet gehabt. Mhm. Und ja, auf jeden Fall wäre ich auch extrem dagegen. Also, genau. Das würde ich echt nicht cool finden, wenn man wirklich so ein Baby-Delfin ist. Und ich habe es auch erst halt gesehen, wo du geschrieben hast, InScope, cool, ich bin auch für Delfine. Deine Story, dann dachte ich mir, was geht ab? Und bin ich auf InScope gegangen und ich habe nur direkt die Auflösung gesehen, weißt du? Ich habe nicht davor seine Stories gesehen, wo er sagt, ich esse jetzt. Deswegen habe ich nur diese ganz gute Seite gesehen, weißt du, von ihm? Ja. Deswegen, Respekt auf jeden Fall. Richtig geile Aktion. Okay, fangen wir bei Cezanne. Bei mir, okay. Erzähl mir deine peinlichste YouTube-Drehgeschichte. Was war der peinlichste Moment, als ihr gedreht habt mal? Irgendwas Krasses mal passiert, irgendwas richtig Peinliches? Für dich jetzt so? Für dich bestimmt. Ich glaube schon, ich glaube. Also ich kann da wirklich gerade nix. Ich bin in mein Gehirn gerade, ich suche, aber nee, muss ich passen. Keine okay. Ahnung. Autala hat bestimmt was. Also so, ich weiß auf jeden Fall, da war eine peinliche Sache, aber was war es auf jeden Fall? Das ist zum Beispiel, was für mich peinlich ist, ich habe noch nie in der Öffentlichkeit so richtig geschrien und so, und dann sagt er mir auf eine Szene, ey, du musst mit dem Telefon so richtig wie ein Kanake unten in der U-Bahn, wo richtig viele Leute sind, mit dem Telefon richtig laut telefonieren. Wie, hat er so gesagt? Niemals, komische. Und ich musste das durchziehen, weißt du, wie unangenehm das ist? Jeder guckt mich so an und so. Und die merken ja nicht die Kamera da hinten. Paul ist ganze Zeit so, die gucken mich alle an. Ey, ich so, ey, was willst du, hä? Wo ist er? Komm. Und alle gucken mich so an, so, Alter, was denn das für einer? Ja. Und so. Ey, und danach, ich gehe hoch, ich wurde so rot, ich dachte mir, oh mein Gott, was da hat er sich wirklich sehr geschämt. Glaube ich. Das war für mich so. Aber bei sowas bin ich auch. Ich so, ja. Sachen der Öffentlichkeit, André will ja auch immer irgendwie, dass ich mich am besten nackt ausziehe überall. Und ich mag sowas auch nicht, ne? Ja. Ich mag auch, ich kann sowas nicht. Das ist schon mal sehr, sehr unangenehm. Von wem kommen die Videoideen? Von meinem Bruder und mir, also genau. Aber grob so Skript schreiben und so macht alles so mein Bruder im Kopf, ich auch, aber er ist so halt der alles so perfekt plant und so, und ich bin der halt, der vor der Kamera steht und das Schauspieler. Du gibst ja mal einen Ideenanstoß, genau, und also mein Bruder ist immer finalisiert das. Genau. Das war zusammen, aber ich mache halt mehr vorbereiten. Genau. Ja, ja. Weil er muss sich ja auch auf den, genau, Dreh dann konzentrieren. Ich will ihn nicht. Mein Bruder ist halt stressen, so. Ja. Mein Bruder ist halt beim Dreh so, dass er so sagt, so, ey, wir machen jetzt die Szene so, weißt du ja, wie es immer ist. Wir hören immer auf meinen Bruder, dann machen wir das auch so. Ja. Genau. Wann hattet ihr eure letzte Schlägerei? Das Cezanne brauche ich gar nicht fragen. Gestern wahrscheinlich? Nein. Die Zeiten nach. Also Familie, Kinder. Aber Schlägerei ist schon ein bisschen länger her. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich, also es gibt immer kleine Streitigkeiten, die ich mal habe, aber das sind keine richtigen Schlägereien. Okay. Schon sehr lange, ja. Hast du dich mal richtig geschlagen? Ja, Oberschule sehr oft. Ja? Ja, ich war so einer, der mit immer, also es gab immer so halt behinderte Streitigkeiten und dann haben wir immer gekämpft. So. Also warst du so ein Schulhofterrorist? Genau, wir waren immer, aber nicht nur ich, sondern die ganze Schule war so. John Kramer Schule, was geht? Übrigens, neue Videoidee für euch, der Schulhofterrorist. Da wird's gesperrt. Halt so Schlägerei, letzte Schlägerei, ich weiß nicht. Ich bin nicht so auf Stress aus, aber wenn die so unbedingt wollen und so frech werden, dann muss ich auch eine Lektion kurz erteilen, so. Genau. Frage hatten wir, glaube ich, auch schon öfters beantwortet. Du bist bei Siemens, aber hast du noch irgendwelche anderen Einnahmequellen außer YouTube? Nein, also ich habe mit einer Ausbildung angefangen als Mechatroniker, aber nach 2 Monaten konnte ich nicht mehr, weil ich war so voll komisch so in der Kleidung. Ich habe null dazu gepasst, so. Deswegen habe ich das abgebrochen, dann habe ich auch nochmal mit Fachabitur angefangen, alles wegen meiner Mutter, weil sie sagt immer, du brauchst was Sicheres. Immer, du brauchst was Sicheres. Dann habe ich immer durchgezogen, aber 2 Monate später habe ich immer abgebrochen, weil irgendwie so, ging nicht.
Ging einfach nicht. Er hatte die Zeit auch nicht mehr für YouTube. Ja. Weißt du, wie das war? Ich wach um 5 Uhr auf, bin um 15.30 Uhr zu Hause. Danach, dass ich kurz was esse, ist schon 16 Uhr, dann noch Video drehe. Weißt du, wie das war? Ich konnte nicht mehr. Ich habe Krisen bekommen. Ich wollte einfach nur noch abbrechen. Ja, glaube ich. Ja, Mann. Muss ja auch irgendwo frei sein im Kopf. Ne? Ja, Mann. Jetzt reden wir mal Tacheles. Ja, okay. Kommen wir mal zu Zahlen. Das interessiert die Leute immer. Ja. Was wirft euer YouTube-Kanal mit YouTube und Sponsorings monatlich im Durchschnitt ab? Kann man sagen. Money, money, money. Money. Müssen wir sagen. Money, money, money. Können wir auch nur so Dings grob was sagen? Also wir sind mittlerweile bei fünfstellige Einnahmen. Mhm. Hoffentlich. Ja, also genau. Ja. Und da wird ja natürlich ein bisschen was abgezogen, dies und das. Aber wir können, wie gesagt, beide jetzt gut davon leben. Okay, genau. Konkretisieren wir das Ganze ein bisschen. Ja. Über 20 oder unter 20? Fuck, ey. Über 20. Hatten wir mal gehabt, aber nicht immer. Wir sind meistens so knapp unter 20. Sehr gut. Also manchmal auch weniger natürlich. Ja. Kommt drauf an, was halt für Placements mal da sind. Ja, Placements machen wir zurzeit nicht viele. Wir haben jetzt bisschen was mit, man braucht ja keine Werbung machen, mit Instagram ein bisschen noch was. Aber so. Hab ich gesehen, ja. Aber wir sind ja, also sage ich mal, aktiv und ich denke, diese Einnahmen, die verdienen wir auch mit der Arbeit, was wir zurzeit machen. Es kommt halt immer drauf an bei YouTube, wie du, willst du viel verdienen, mach viel Videos so. So, wenn du in diesem Monat nicht viel bringst, dann kannst du auch nicht hoffen, dass du jeden Monat, also YouTube, da kriegst du keine feste Einnahmen. Kriegst du immer Einnahmen für die Videos, die du machst. Für die Aufrufe. So, genau, für die Aufrufe. Zum Beispiel, ich kann jetzt ein Video hochladen, hat nicht mehr so viele Klicks, dann kriege ich auch nicht mehr so viel Geld. Genau. Aber es ist ja auch verdient, weil ihr arbeitet ja dafür. Genau. Ihr zieht keinen Leuten Geld aus der Tasche, sondern ihr arbeitet wirklich hart dafür. Und es ist ja auch normal, dass man für harte Arbeit eine Gegenleistung bekommt. Ja. Das war das Interview schon. Echt? Ich wünsche euch alles, alles Gute auf eurem weiteren Weg. Ich dir auch danke. Hat mich sehr gefreut, euch mal kennengelernt zu haben und dass wir auch Freunde geworden sind dadurch. Auf jeden Fall, echt. Und ja, macht mir mal sehr, sehr Spaß, mit euch zu drehen. Immer wieder gerne, Kevin. Viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tala. Wünschen wir dir auch, Kevin. Checkt die Jungs ab, auf jeden Fall auf YouTube und auf Instagram und natürlich auch das neueste Video, was genau jetzt kommt. Genau. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Willkommen!